Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Ich würde mich darüber total freuen und ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Und ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Ich hatte euch ja letztens schon angekündigt, dass ich noch ein zweites Video machen würde, was ich zu Weihnachten bekommen habe, beziehungsweise was ich zum Geburtstag bekommen habe. Das ist bei mir nämlich nahezu zeitgleich. Ich habe am 27. Dezember Geburtstag, also direkt nach Weihnachten, weswegen ja bei mir so viele Geschenke zu dieser Zeit dann zusammen auflaufen. Und als ich das erste Video gedreht habe, das war nämlich am 26. Dezember, da hatte ich noch nicht alle Geschenke bekommen, weil ich nämlich einige Freunde noch nicht gesehen hatte zu dieser Zeit, die mir natürlich auch schöne Geschenke gemacht haben. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Geburtstagsgeschenke von meinen Freunden und meiner Familie bekommen. Und was das noch alles ist, das möchte ich euch heute zeigen. Das waren nämlich ganz, ganz tolle Sachen, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Einmal habe ich von meinen Eltern einen echt coolen Teelichthalter bekommen. Ich habe erst überlegt, was ist das? Eine Milchkanne oder irgendwie sowas? Aber nein, die kann man ein Teelicht reinstellen. Oder man könnte auch eine größere Kerze reinstellen. Das finde ich mega lieb, weil ich halt im Winter abends total gerne Teelichter anmache. Also jetzt gerade seht ihr noch keins, aber es wird ja auch schon langsam schummerig draußen. Das werden auf jeden Fall einige Kerzen bei mir demnächst wieder angezündet werden. Und jetzt habe ich noch einen weiteren schönen Kerzen- bzw. Teelichthalter, für den ich jetzt auch noch einen schönen Platz suchen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich ihn hinstellen werde, aber er soll natürlich auch schön prominent auf einem meiner Regale präsentiert werden und natürlich auch schönes, warmes, indirektes Licht verbreiten. Von meinen Eltern habe ich dann noch ein zweites sehr, sehr süßes Geschenk bekommen. Da zeige ich euch jetzt mal nur die kleine Version, nämlich den Kopfkissenbezug, und zwar Bettwäsche mit einem niedlichen Winterpinguin drauf. Ich kann ja den Kissenbezug mal auseinanderfalten. Das ist super süß. Kann ich euch zeigen hier. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich muss mal ein bisschen aus dem Bild gehen. Hier seht ihr diesen super niedlichen Pinguin mit Mütze und einem riesengroßen Schal, den er sich eingewickelt habe, vor einem Iglu. Und ist mega niedlich. Für die Bettdecke, für den Bettdeckenbezug ist jetzt mein Kamerawinkel ein bisschen zu klein. Aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck mit dem Kissenbezug kriegen können, wie niedlich diese Bettwäsche ist mit dem Pinguin drauf. Ich mag ja Pinguine wirklich gern. Ich meine, ich habe hier ja meinen kleinen Kumpel Pingu, der immer im Hintergrund im Video steht. Und natürlich auch so eine persönliche Verbindung dazu, dass meine beste Freundin Mina, die hat ja den Spitznamen Pingu, weil sie auch so ein Herz für Pinguine hat. Deswegen, Pinguine haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, würde ich sagen. Deswegen freue ich mich auch sehr über das Geschenk von meiner Schwester. Nämlich, da ist auch wieder ein Pinguin mit drauf. Und zwar hat sie mir geschenkt ein Set aus Duschgel und Bodylotion von Mr. und Mrs. Panda. Eine Marke, die ich super, super, super gern mag. Habe ich mich auch wieder sehr drüber gefreut. Und dieses Duschgel Zauberhafte Blumenwiese, das ist auch wirklich mega angenehm und floral. Also das hatte ich auch schon mehrfach. Finde ich sehr, sehr schön. Ein sehr tolles, niedliches Geschenk, über das ich mich auch gefreut habe. Und sie hat mir noch ein zweites Geschenk gemacht, nämlich einen DM-Gutschein für 25 Euro. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, was ich da so alles shoppen kann. Dann kommen wir zu den Geschenken, die ich von Freunden bekommen habe. Und die waren wieder mega, mega, mega großzügig und haben so tolle Sachen ausgesucht. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ah ja, fange ich mal mit dem Geschenk von Mina, die ich gerade schon erwähnt habe. Meine beste Freundin und ihrem Freund, dem Jan, der auch mein bester Freund ist. Also, das ist eine super Kombination, wenn irgendwie die beste Freundin, der beste Freund ein Paar sind. Dann hat man so viele beste Freunde. Optimale Kombination, möchte ich sagen, kann ich sehr empfehlen. Die haben eine total coole Witcher-Dose, Keksdose geschenkt. Die wollten sie eigentlich noch mit Keksen füllen. Das ging aber leider nicht, weil die beiden kurz vor Weihnachten Corona bekommen haben und dann irgendwie krank im Bett lagen und gar keine Kekse backen konnten und wollten. Deswegen ist in dieser Dose jetzt kein Keks, sondern eine sehr, sehr coole, stylische Tasse hier auch mit dem Witcher-Logo. Die ist richtig schön, also freut mich total. Also ich meine nicht, dass ich was gegen Kekse hätte, aber ich glaube, von der Tasse habe ich sogar noch ein bisschen länger was. Freut mich total. Also ich bin ja auch total großer Witcher-Fan. Also
Das Spiel Witcher 3 ist mein absolutes Lieblingsvideospiel. Und als ich das neu hatte, das ist ja 2015 rausgekommen, da habe ich das gespielt wie eine Verrückte. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wirklich meinen Tagesablauf optimiert, damit ich dieses Spiel länger spielen kann. Habe mir unter der Dusche die Zähne geputzt, damit ich 2 Minuten länger zocken kann. Und habe überlegt, so ja, was kann ich irgendwie zeitmäßig vom Ablauf optimieren, damit ich noch eine Stunde länger spielen kann. Ich war so verrückt nach diesem Spiel. Es hat mich so begeistert und ist nach wie vor auch immer noch mein absolutes Lieblingsvideospiel. Ich habe auch die Romane gelesen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die Serie, die erste Staffel hat mir ziemlich gut gefallen. Bei der zweiten bin ich jetzt so ein bisschen zwiespältig gewesen, weil ich mit manchen Entscheidungen der Drehbuchautoren nicht so richtig zufrieden bin, dass sie sehr, sehr stark von den Büchern abgewichen sind. Und ja, jetzt ist ja auch Henry Cavill ausgestiegen aus der Serie. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wo es mit der Serie hingeht. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin riesen, riesen, riesengroßer Witcher-Fan und freue mich deswegen über diese Keksdose oder was auch immer ich da reintun werde und die Tasse. Und da ist noch was anderes drin, und zwar ein Witcher-Untersetzer, sodass ich halt die Tasse auch noch stilvoll auf diesen Untersetzer platzieren kann. Also so ein cooles Geschenk, vor allen Dingen für einen Witcher-Fan wie mich, ist es natürlich absolut optimal. Habe ich mich mega drüber gefreut. Also ja, ganz toll ausgesucht und werde ich bei mir, also ich glaube, morgen meinen Kaffee werde ich auf jeden Fall gleich aus dieser Tasse trinken. Dann kommen wir, ich versuche jetzt hier die Tüten irgendwie so einigermaßen nach und nach durchzugehen. Das ist die von Dani, die Tüte gewesen. Genau. Die hat mir mehrere Sachen. Ach, was war das? Ach, hier war noch eine Karte von meiner Oma. Die hatte ich dann die Tüte reingetan. Die hat mir halt auch noch eine ganz, ganz liebe Geburtstagskarte geschickt mit etwas Geld drin, über das ich mich natürlich auch gefreut habe. Und jetzt kommen wir zu den. Ach, oh Gott, ich komme hier so viele Geschenke. Ach, oh, ich komme überhaupt total durcheinander. Kommen wir noch zu einem Geschenk, das mir Mina und Jan gemacht haben, und zwar eine Mitgliedschaft für PlayStation Plus bzw. ein Guthaben, weil die beiden auch so leidenschaftlich gern zocken. Und wenn demnächst mal wieder irgendein Spiel rauskommt, das man dann gemeinsam online spielen kann, dann kann ich mich den beiden anschließen oder je nachdem für die 25 € mir auch ein cooles Spiel kaufen. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich mache. Vielleicht, wenn das Spiel günstig ist, reicht es auch für beides. Ich werde es mal sehen. Auf jeden Fall ein cooles, durchdachtes Geschenk, was auch natürlich nicht ganz selbstlos ist, weil dann können wir nämlich alle zusammenzocken. Und das freut mich natürlich sehr. Und Dani ist auch dabei. Kurz zur Erklärung: Ihr habt ja jetzt schon Mina und Jan sozusagen kennengelernt, dadurch, dass ich über sie berichtet habe. Und Mina hat auch noch eine Schwester. Das ist die liebe Dani, und mit der bin ich auch sehr, sehr gut befreundet. Das ist auch so ein lieber Mensch. Und die hat mir auch tolle Geschenke gemacht. Und die zeige ich euch auch gleich. Und zwar habe ich einmal bekommen von ihr erstmal diese super süße Karte. Das ist hier so eine Weihnachtskarte mit so einem kleinen Rehlein drauf. Mega niedlich, passt natürlich auch gut zu Weihnachten. Hat sie mir einen coolen 25 € Rossmann-Gutschein geschenkt, worüber ich mich mega freue, denn bei Rossmann kaufe ich natürlich auch immer wahnsinnig gerne ein. Und ich habe auch schon ein paar Produkte im Hinterkopf, die ich mir auf jeden Fall dafür holen werde, die von Rossmann einfach mega, mega toll sind. Und die bekommt ihr natürlich demnächst dann auch in einem eigenen Rossmann-Haul zu sehen, mit freundlicher Unterstützung von Dani. Dankeschön, liebe Dani, freue ich mich sehr rüber. Ist ein ganz, ganz tolles Geschenk von dir. Oh, hier haben wir noch, war mit in der Tüte von Jan und Mina, After Eight Winterpralinés mit London-Motiven. Ihr seht hier diesen kleinen Bus und dann hier das Eye of London. Nee, was ist da sonst noch mit drin? Kann ich hier mal gucken. Ja, irgendwie die Tower Bridge ist da dann noch mit drin. Und Big Ben. Ja, ich werde sehen. Ich habe dich letztes Jahr schon von den beiden bekommen und habe mich da so mega drüber gefreut, weil es halt London-Motive sind. Und das passt natürlich sehr, sehr gut zu mir. Ich liebe ja London total. Und dann auch noch diese leckere Minzschokolade. Es war super lecker, es war lieb. Ich habe mich jedes Mal total gefreut, wenn ich die Packung aufgemacht habe und eins von diesen Pralinés rausgenommen habe. War ganz, ganz fein. Also nochmal vielen, vielen Dank für die tollen, durchdachten Geschenke an Mina und Jan und meine Eltern, meine Omi. Aber ich habe hier noch einige von Dani stehen. Es geht hier wild durcheinander mit den ganzen Geschenken. Die hat mir dann einmal noch Augenpads geschenkt mit aus der Limited Edition Schneegestöber, also halt so passende Winteraugenpads.
Habe ich noch nicht ausprobiert, freue ich mich aber schon total drauf, weil hier sind auch noch so hübsche kleine Schneeflocken drauf auf den Augenpads und ist mit Hyaluron und Niacinamid zwei Inhaltsstoffe, die ich beide total schätze. Also da hat sie genau das Passende für mich rausgesucht und freue ich mich auch schon darauf, die auszuprobieren. Werde ich wahrscheinlich auch heute Abend oder morgen machen, je nachdem. Und vielleicht verwende ich aber auch erstmal diese Tuchmaske von Balea. It's Waffle Time. Die ist mal super süß designt hier von der Verpackung her. Ist mit Hyaluron und Beerenextrakten. Freue ich mich auch schon total drauf, weil Dani weiß natürlich, ich mag Augenpads. Ich mag auch Tuchmasken total gerne. Und da hat sie natürlich genau das Richtige für mich ausgesucht. Und ich freue mich halt, wie gut Familie und Freunde mich kennen und worüber ich mich freue und dass sie mir so tolle Geschenke aussuchen. Also da bin ich mega, mega happy drüber, dass ich halt ein Paket aufmache und denke so, wow, das ist so genau das, was zu mir passt, worüber ich mich freue. Also das finde ich so lieb von denen. Dann habe ich noch, Gott, ist das schön eingepackt. Guckt euch das mal an. Hier mit diesem roten Papier und dieser Schleife, das mag man ja gar nicht aufmachen. Aber ich muss es halt trotzdem aufmachen, um euch das zu zeigen. So. Und zwar ist das ein Duschschaum von Rituals. Es ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles, über das ich mich freue. Ich mag Rituals ja total gerne. Habe ich euch ja schon oft in mehreren Videos berichtet. Und ja, diese Duschschäume von Rituals sind so toll. Die sind so feinporig und riechen so gut. Also da macht Duschen gleich nochmal doppelt Spaß. Und auch da freue ich mich wieder total drüber, was das für ein tolles Geschenk ist. Also kann ich echt immer nur sagen, tausend, tausend Dank für diese tollen Geschenke. Aber es geht noch weiter. Ich muss hier die Tütchen weiter aufmachen. Und zwar habe ich dann noch bekommen von der lieben Dani eine Handcreme. Handcreme liebe ich ja auch immer und kann ich jederzeit gut gebrauchen. Aus der Limited Edition von Balea Make a Wish. Da bin ich auch schon die ganze Zeit rumgeschlichen und dachte mir so, ah, nimm's dir mit irgendwie. Aber ich hatte nicht so richtig eine Vorstellung, was mit dem magischen Duft nach Sternzauber was zu bedeuten hat, weil ich habe noch nie einen Sternzauber gerochen. Ich weiß nicht, was das ist, aber jetzt konnte ich es einfach mal ausprobieren, weil ich die Handcreme direkt bekommen habe. Und der Duft ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich kann es schlecht beschreiben. Es riecht etwas vanillig, aber auch floral. Also ich weiß nicht ganz genau, wie man den Duft beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall etwas süßlich auch. Ich finde ihn sehr, sehr angenehm und die Handcreme zieht auch echt gut schnell ein. Also da kann man sich direkt die Hände eincremen und nach einer halben Minute schon wieder weiterarbeiten oder Hausarbeit machen oder am Handy spielen, je nachdem, was man gerade so vorhat. Super süßes Design, tolle Handcreme, freue ich mich sehr drüber. Und passend dazu gibt es dann auch noch eine Tuchmaske. Vielleicht nehme ich die auch erst. Ich bin unentschlossen. So viele tolle Sachen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, passend zu der Handcreme, ich gehe davon aus, die wird ähnlich riechen und wahrscheinlich dann auch meine Haut wieder angenehm pflegen. Dann ist hier noch ein Kärtchen drin. Und zwar ist es nicht nur ein normales Kärtchen, obwohl Geburtstagskärtchen natürlich auch toll sind. Von Dani habe ich die auch bekommen. Und zwar ist das ein TK Maxx-Gutschein im Wert von 25 €. Und ich freue mich da auch mega drüber, weil ich natürlich auch bei TK Maxx so wahnsinnig gerne einkaufen gehe. Und vielleicht, ja, wartet schon wieder irgendeine Anastasia Beverly Hills Lidschattenpalette auf mich bei TK Maxx oder was anderes Tolles, über das ich mich mega freue. Oder ein wunderschönes Kleid. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall demnächst mal testen und freue mich total, dass ja, Dani mir nicht nur diesen tollen Rossmann-Gutschein geschenkt hat, sondern auch noch den TK Maxx-Gutschein und die ganzen anderen tollen Sachen. Also das ist halt so mega, mega, mega lieb von ihr. Und das letzte Geschenk, das ist auch von der lieben Dani. Also Dani war großzügig dieses Jahr, also die anderen natürlich auch, aber da war natürlich auch noch so ein mega tolles persönliches Geschenk mit dabei. Also das hat sie auch wahnsinnig gut drauf, was auszusuchen, was halt so, so gut zu allem passt und dann so einen ganz persönlichen Touch hat. Und zwar eine super süße Harry Potter Tasse, wo drauf steht: You and me, weird always. Natürlich angelehnt an Always von Snape, diesen berühmten Ausspruch. Also das ist erstmal schon eine super süße, ja, kleine persönliche Geschichte als Aufdruck. Aber die andere Seite ist fast noch schöner. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das sehen, sind hier zwei Hogwarts-Schülerinnen aus dem Haus Ravenclaw. Da steht einmal Dani darunter und einmal Niki, mein Spitzname, den ja, meine Freunde mir geben, vor der Hogwarts-Kulisse. Denn auch noch passend hier sie mit ihren braunen Haaren, ich mit den roten Haaren und Zauberstäben in der Hand. Und ich war
so berührt, als ich das Paket aufgemacht habe, dass sie halt so einen persönlichen Aufdruck für die Tasse wahrscheinlich selber designt hat oder designen lassen. Ich weiß es nicht, ich muss sie halt auch noch fragen. Wir beide mögen halt Harry Potter so wahnsinnig gerne und haben auch vor, uns in London gemeinsam die Harry Potter-Ausstellung anzugucken. Da habe ich das aufgemacht und also ich war echt so emotional berührt. Also das war so, wo ich mir dachte, ach Mensch, wie kann jemand so ein liebes, tolles, persönliches Geschenk irgendwie extra für mich machen lassen? Das war wunder, wunder, wunderschön, ja, diese tollen Geschenke auszupacken. Ich freue mich da mega drüber und kann wirklich nur tausend Dank sagen an meine Familie, an meine Freunde, dass sie so lieb an mich gedacht haben. Und ich hoffe, ich kann mich natürlich an Weihnachten, Ostern, an euren Geburtstagen dementsprechend revanchieren und euch hoffentlich auch Geschenke machen, über die ihr euch genauso freut, wie ich mich über eure. Ja, das war mein Geschenkehaul, was ich zu Weihnachten bzw. zum Geburtstag bekommen habe von Familie und Freunden. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß mit dem Video und ihr habt euch genauso über die Sachen gefreut, wie ich mich gefreut habe, obwohl ich habe sie ja jetzt hier persönlich vor mir und ihr konntet sie nur sehen. Wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, eure Ramis.